Jan Tissler ist Verleger, Herausgeber und Chefredakteur seines eigenen digitalen Magazins namens Upload. Früher konnte man das nur am Computer lesen. Seit kurzem gibt es das Magazin aber auch auf dem iPad und Kindle. Eine Software namens Periodical macht es für jeden möglich, zum Verleger seines eigenen Magazins zu werden. Jan Tissler ist von den Möglichkeiten begeistert. Also zum einen sind diese handlichen kleinen Geräte, ob jetzt E-Reader oder Tablets, nun mal prädestiniert dafür, dass man sich auch auf die Couch legen kann, dass man sie einfach in einer Hand hält, dass man einfach liest wie ein Buch oder wie auch ein gedrucktes Magazin. Und bei den Tablets ist eben noch der Vorteil, dass ich auch Bilder sehr gut verwenden kann, dass ich auch Filme oder interaktive Dinge verwenden kann, wenn ich es möchte. Und da ist es das Tablet eigentlich das Gerät, auf das ich all die Jahre so gewartet habe. Auch die Zeitschriftenverlage setzen große Hoffnungen in die Tafelcomputer. Die gedruckten Magazine verkaufen sich nämlich immer schlechter. Nun sollen elektronische Ausgaben die wegbrechenden Auflagen kompensieren. Doch das sei eine naive Strategie, glaubt der Journalist und Blogger Markus Böhm. Ich glaube, die Tablets können nicht die Leser wieder zurückbringen, die weggegangen sind, weil sie keine Lust mehr auf die Zeitschrift hatten. Die sind ja nicht weggegangen, weil es ein Printmagazin war, sondern weil sie die Inhalte eben langweilig fanden oder weil sie woanders besser bekommen haben im Internet. Und ich glaube nicht, dass die Tablets die Leser zurückholen, die ein Magazin so auf natürlichem Wege verloren hat. Das halte ich für einen Irrglauben. Am liebsten nutzen die Deutschen ihr Tablet sowieso zum Spielen, Surfen, Shoppen, E-Mails schreiben und für Facebook. Nur jeder sechste Tablet-Nutzer hat sich überhaupt schon einmal eine Zeitung oder Zeitschrift als App gekauft. Das liegt auch daran, dass die Digitalausgaben schlecht gemacht seien, sagt die Layouterin Michaela Lehr. Denn die meisten Verlage kopieren einfach ihre Printmagazine 1:1 auf das Tablet. Printlayouts auf Tablets machen wirklich wenig Sinn. Das ist genauso wie wenn man Internetartikel ausdrucken würde, zusammenheften und dann am Kiosk verkaufen wollte. Also wer würde denn dafür Geld ausgeben? Michaela Lehr will nicht nur kritisieren, sondern auch besser machen. Mit ihrer Firma Geil Danke hat sie die App für das deutsche Rolling Stone Magazin entwickelt. Auf dem Tablet bekommt der Leser viele Extras. Musikproben, Videos, Links und Animationen. Sowas kostet natürlich. Zurzeit sind solche Apps daher noch reine Prestigeobjekte, glaubt Lea. Es hat ja mal jemand gesagt, oder das habe ich vor kurzem gelesen, dass 2020 irgendwie der Umsatz mit Tablet-Magazinen höher sein soll als der mit Print. Das scheint mir ein bisschen zu optimistisch. Also erstmal müssen wir dazu richtig schwierige Dinge regeln, wie ein einfacher Kaufprozess oder eine Verfügbarkeit überall, faire Preise für ein gutes Produkt. Erst wenn wir das alles erreicht haben und ich weiß nicht, wann das sein wird, dann können wir damit wirklich Geld verdienen. Ja. Dieses Jahr werden allein in Deutschland 8 Millionen Tablets verkauft. Aber Tablet ist nicht gleich Tablet. Es gibt viele verschiedene Geräte und Betriebssysteme. Wer auf allen gelesen werden will, muss zum einen eine App für jede einzelne Plattform entwickeln lassen und zum anderen die Bedingungen der jeweiligen App-Stores akzeptieren. Manche Anbieter knapsen 30% der Einnahmen ab als Provision. Die Verlage nehmen das bisher in Kauf, wenn auch zähneknirschend. Auch für den Einzelkämpfer Jan Tissler führt kein Weg am App Store vorbei. Er sieht das jedoch positiv. Denn schließlich war es noch nie so einfach, das eigene Magazin an den digitalen Kiosk zu bringen. Dass vielerorts Skepsis die Anfangseuphorie abgelöst hat, kann er nicht verstehen. Ich glaube nicht, dass die Euphorie falsch war. Die Erwartungen waren zu hoch, glaube ich, wie schnell das geht und wie einfach das ist. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt sagen kann, deshalb, dass aus dem Thema gar nichts mehr wird. Sondern ich glaube, dass es einfach sehr viel mehr Zeit braucht. Für manche Projekte dauerte es bereits zu lange. Die mit großem Tamtam gestartete iPad-Zeitung The Daily ist das bekannteste Beispiel. 30 Millionen US-Dollar hatte der Medienmogul Rupert Murdoch in die Nachrichten-App investiert. Ein Jahr später war sie schon Geschichte. Das junge Medium Tablet-Magazin hat schon einige Aufs und Abs hinter sich. Noch 2010 glaubte Axel Springer-Vorstand Matthias Döpfner an quasi göttliche Kräfte im Tablet-PC. Ich finde, jeder Verleger der Welt sollte sich einmal am Tag hinsetzen, beten und Steve Jobs danken, dass er die Verlagsbranche gerettet hat. Is saving the publishing industry with that. Inzwischen glaubt kein Verleger mehr an Tablet-Magazine als Allheilmittel gegen Zeitungs- und Zeitschriftensterben. Doch jenseits der Verlagshochhäuser
experimentieren Programmierer, Nerds und Hobbyblattmacher umso eifriger mit den Möglichkeiten der Tablet-Rechner herum. Und vielleicht kann auf diese Weise das Tablet-Magazin doch noch zu einem Erfolg werden. Nicht als Ersatz für sterbende Printmagazine, sondern als eine völlig neue Mediengattung.